So, eine wirklich schöne Tür. Wirklich schöner Boden. Wirklich schönes Treppenhaus. Komplett neu, Erstbezug und... Jenny, ich bin Weltmeister. Erdschan sitzt da. Ein Pokal. Freunde, ihr dürft nicht unsere Bewegungen oder Erzählungen nicht übel nehmen. Wir sind so, wie wir sind. Nicht, weil ich angeben möchte oder was, hebe ich das hoch und sage, ich bin Gewinner. Aber man ist Gewinner, wenn man für ein normalen Budget eine wunderschöne Bleibe kaufen kann, indem man die Ruhe hat, Raum hat, sauber ist und das Meer vor sich hat. Und hier ist es so. Wir haben hier ein 1 plus 1. Jenny hat euch vorne aufgezeigt. Erstbezug. Schaut euch mal diese Tür an. Es ist wunderschön gemacht. Nicht weil man hier die braucht, sondern weil man hier hat, macht man das. Hier haben wir einen Wohn- und Kochbereich, Jenny, mit Essbereich. Ich persönlich würde den Tisch ein bisschen vorziehen. Ansonsten komplett eingerichtet. Essbezug, die Betten, die Couchgarnituren sind ungelegen, unbesessen. Dann haben wir Waschmaschine, Spülmaschine, Ofen, Herd, Gasherd diesmal, Dunstabzug, alles drin. Das wäre hier euer Lebensraum und Kochbereich. Hast du hier alles abgenommen? Ja. Und weißt du, was hier richtig cool ist? Ja. Die Deckenhöhe. Es ist echt Wahnsinn. Das ist bestimmt 2,80, 2,90. Das ist uns sofort aufgefallen. Aber auch, Jenny, diese riesen Fensterfront hier mit PVC-Türen. Dann haben wir hier Balkon. Aus dem Balkon heraus. Da vorne ist das Meer. Man kann zu Fuß gehen. Viele ältere Menschen haben uns hier gefragt, wir wollen keine Berge hochsteigen, um in die Wohnung zu gelangen. Hier könnte man fußläufig mit Aufzug in die Wohnung reinlaufen. Man müsste nicht einmal 1 Zentimeter steilen Weg hochfahren. Und also, ihr seid hier in der, also mitten in der Natur. Schaut euch mal noch die vollen Orangenbäume an. Das ist Wahnsinn. Ja, wenn Jenny Wahnsinn sagt, dann hat das 100% seine Berechtigung. Das war jetzt Balkon, Essbereich, Wohnbereich und dann geht man schon, leider ist Licht nicht an, aber hier haben wir ein Badezimmer mit Duschkabine, Waschtisch, natürlich WC und Platz für Durchlauferhitze und so weiter. Alles hier vorgebaut. Hier hat man das Schlafzimmer. Auch hoch ein Schrank für die Klamotten, ansonsten Bettwäsche, Matratze und Menüs noch. Schau mal her, Jenny. Also richtig schön. Man musste hier nur 2 Klimaanlagen installieren, montieren lassen. Dann diese Weinflasche aufmachen und zu zweit anstoßen und sagen, ich bin befreit. Ich bin befreit von Schulden, ich bin befreit von jeden Tag 7 Uhr aufstehen, ich bin befreit von diesem Druck, wenn ich einmal falsch parke, 30 Euro Strafzettel zahle. Ich bin befreit, bei kleinsten Vergehen Punktabzüge zu bekommen. Ich bin befreit, mein Leben lang für das Land und für die Infrastruktur zu zahlen. Ich habe nie über diese Themen geredet. Und wenn ich sage und Jenny sagt, wir leben hier druckloser, dann ist es genau deswegen. Und was sehr, sehr schlimm geworden ist, dass die Menschen sich so gespaltet haben. Ob jetzt Corona war, Verena war, das Meer war, diese Berge waren. Jeder ist eine andere Meinung und niemand toleriert den anderen. Wenn ihr davor fliehen wollt, dann ist diese Wohnung mit unter 60.000 Euro das Beste, was ihr bekommen könnt in dieser Region. Ihr seid hinter Vanya in einer Ortschaft, wo Ruhe ist, Einkaufsmöglichkeiten, rundherum Orangenplantagen. Ihr werdet sagen, wie lange wird das denn so bleiben, Erdschan? Ja, wenn ich das 10 Jahre genießen kann und nach 10 Jahren immer noch meine Wohnung sich aufrettet, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Herr Thoms, ich habe so viel zu erzählen, Freunde. Aber ich möchte nicht eine Richtung anschlagen. Ich will für alle da sein. Deswegen
spalte ich mich nicht von Andersdenkenden, sondern versuche, die zu verstehen und versuche auch, mich verständlich zu machen. In diesem Sinne, Ed Holmes mit einer 1+1, komplett eingerichtet, Erstbezug, Stellplatz vorhanden, kein Pool, das Meer ist 600 Meter entfernt, man kann es zu Fuß erreichen. Ed Holmes mit den besten Immobilien eigentlich, oder Jenny? Ja, definitiv. Also die Wohnung hat mich angesprochen, weil es total clean ist, nirgends ein Fleck. Wer Lust hat, schreibt uns an und wir kommen mit euch und besichtigen diese Anlage. Bis dann, Freunde.